Heute möchte ich mal etwas zu professionellen Backgammon-Spielern erzählen, die sich mit diesem Sport bzw. mit diesem Boardgame ihren Lebensunterhalt verdienen, die das professionell machen und ja, tagtäglich auf Achse sind, um an Turnieren teilzunehmen. Und ich habe 5 Plätze bzw. 10 Spieler mal rausgesucht, die meiner Meinung nach meiner subjektiven, nach meiner eigenen Meinung nach ja, sich diese Plätze verdient haben. Ich bin jetzt hier nicht nach den Rollouts gegangen, wie die gespielt werden, oder wirklich so und so viele von 100 Zügen, 97 Züge richtig gespielt, laut Computeranalyse, was auch dann immer wieder relativ ist. Ich bin wirklich laut meinen Sympathiepunkten ausgegangen. Vielleicht ist der ein oder andere besser oder schlechter weggekommen, das kann sein, aber wie gesagt, das ist alles nur meine eigene Meinung. So, fangen wir an mit dem Platz 5. Ich habe für jeden Platz 2 Spieler ja, gewählt, weil ich mir gedacht habe, okay, den Platz bzw. den Rang teilen die sich, aber der eine ist vielleicht in einerlei etwas besser und der andere ist in der anderen Hinsicht vielleicht etwas besser. Und Platz 5 müssen sich 2 Dänen teilen. Und zwar ist das einmal Thomas Christensen und einmal Mark Olsen. Thomas Christensen ist mir in den Gedanken hängen geblieben, weil ich ein sehr, sehr interessantes Spiel mit ihm, also er, Akiko, gegen MCG und Steve Sax, glaube ich, gespielt hat. Team The World versus America, United States. Aber im Ferner dessen ist Thomas Christensen auch ja, bekannt oder durch die Nordic Opens. Also da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen, wo er zusammen mit Mark Olsen gegen Falafel gespielt haben, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Aber ein sehr, sehr interessanter Name, ein sehr, sehr guter Spieler, ein relativ junger Spieler, ich glaube noch keine 40. Wenn, dann zeigt das nicht, sieht wirklich sehr jung aus. Sehr interessante Spiele von ihm. Also, wenn ich immer auf den empfohlenen Videos einen Namen so ein Spiel sehe, wo sein Name vermerkt ist, gucke ich mir das häufig schon mal an. Ich finde, ja, sehr interessanter Mann. So, dann habe ich der zweite Platz 5 ist Mark Olsen. Auch Mark Olsen ist ein sehr junger Spieler, wie Thomas Christensen, aber Mark Olsen hat noch diesen das Alleinstellungsmerkmal, dass er ja, diese Sache etwas, ein kleines Stückchen weiter professionalisiert hat. Der hat sich wirklich ein bisschen Gedanken drum gemacht, hat mehrere Bücher zu dem Thema Backgammon geschrieben, hat auch ein sehr, sehr interessantes Match, das auch aufgezeichnet wurde, und zwar gegen Steen Gronbach. Also seitdem ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, boah, der Junge hat echt was auf dem Kasten. Ein Spieler, der wirklich trotz seiner jungen Jahre sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Ich finde auch seine Kommentare sind wirklich, da steckt echt was hinter. Und ja, auch Mark Olsons Spiele gucke ich mit Leidenschaft und gucke mir die gerne an. Und ich glaube, der hat echt noch viel Potenzial, was in den kommenden Jahren ihm helfen wird. Ich glaube, der spielt das seit 8 Jahren oder irgendwie sowas. Aber dennoch richtig souverän. Und ja, tolle Matches, die er da abgeliefert hat. Empfehlenswert, wie gesagt, das Spiel gegen Steen Gronbach. Das werde ich auch noch irgendwie unten irgendwie vermerken. So, kommen wir dann auf die Plätze 4. Die Plätze 4, da ist einer, glaube ich, bisschen schlechter weggekommen, als er verdient. Und zwar meine ich damit Michi. Mit Michi teilt sich den Platz 4 Steve Sax. Ich möchte erstmal was zu Michi sagen. Michi ist immer der, wenn ihr nicht wisst, wer da gerade spielt und ihr zufällig so eine kleine Brandwunde oder Muttermal am Handgelenk hier merkt, dann wisst ihr, das ist Michi. Ein sehr, sehr erfahrener Spieler, gehört zu den Großmeistern, was die Spieltechnik und was ja, die richtigen Züge angeht. Da ist er wirklich klar, eine klare Struktur.
Ja, ein sehr, sehr interessanter Mann, aber für mich nur auf Platz 4, weil er so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu sehr gentlemanlike ist. So, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber er ist dieses, ja, okay, ja, dieses, ja, wie gesagt, auf der Ebene von seinem Können her ist er unschlagbar. So, das kann man immer sagen. Aber weiß ich nicht. So ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein sehr zurückhaltender Mann. Was, also nicht beim Spiel, sondern privat, würde ich jetzt mal sagen, soweit ich ihn das mal so einschätzen kann. Ich finde, er ist ja Japaner und die Japaner haben irgendwie beim Backgammon das so, dass sie, ja, wenn man wie beim Schach berührt geführt, dass man, wenn man die Steine spielt, dann auch sie so spielen muss, zieht, dass man sie auch so ziehen, spielen muss. Und deswegen ist er in der Hinsicht, überlegt er erst und macht dann seinen finalen Zug. Es ist nicht so, dass er dann großartig guckt, okay, dass die Kombination geht, das macht er nicht. Aber mit Mochi, auf den ich später zu sprechen kommen werde, ist er wirklich, gehört er zu der Creme de la Creme der Spiele. Aber ich persönlich habe keine Antipathie gegen ihn, aber weiß ich nicht. Ich würde mir jetzt nicht extra, nur weil Michi spielt, mir da irgendwelche Spiele von ihm raussuchen. Wenn er dabei ist, gucke ich mir das ab und zu an, aber nicht immer. Kommen wir zu dem anderen Viertplatzierten, und zwar Steve Sax. Immer wenn ich Steve Sax sehe, so leid es mir auch tut, das ist nicht negativ gemeint, muss ich an den Vater von Ed Sheeran denken. Ja, weiß ich nicht. Ein typischer rothaariger Amerikaner. Ja, ich finde, er ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Das sind alle, die ich hier aufzählen werde oder aufgezählt habe. Aber trotzdem, ja, ich glaube, da ist es wieder ja, dieses Zwischenmenschliche, weil, was man sich halt aus Internet und aus Videos so machen kann, das fehlt mir bei ihm. So ein toller Spieler, wie gesagt, gegen sein Können ist nicht zu sagen. Was ihn vielleicht einzigartig macht, nicht einzigartig, aber was ihn vielleicht so ein bisschen herausstechen lässt, ist, dass er immer so meistens so eine kleine Kamera dabei hat und sich dann seine Stellung fotografiert. Das ist immer ganz witzig, wenn er das macht. Von der Spielweise muss ich sagen, auch sehr saubere Züge, aber ich muss gestehen, ich habe mir noch nicht keine 100 Spiele oder keine 50 Spiele von Steve Sax angeguckt, vielleicht 10 oder 20, und von daher kann ich das noch nicht so beurteilen, wie sein Spielflow, sein Movement, seine Züge, seine Logik, seine Strategie, auf was die beruhen oder basieren. Aber trotzdem denke ich, auf Platz 4 ist er mit Michi, nicht weil er schlecht spielt, sondern einfach nur, weil das eher so ein bisschen, ja, ruhigere Vertreter des Backgammon sind. So.